Jo, Servus, und vor dem Intro wollte ich noch kurz das Gameplay erwähnen. Das Gameplay ist erspielt von OP3C in Ghosts, eine Double Kill mit einer 63 Sekunden Campstrike, und er ist da, glaube ich, 9 oder 10 vor der Triple gestorben. Und ja, das 3C ist vor den 100 Abonnenten, er hat, glaube ich, zurzeit 91. Also schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, würde uns alle freuen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er jetzt in den nächsten Tagen die 100 Abonnenten packen würde. Baby, sind an ihr lately, Stunde muss ich bomb, aber bei Trete, Sanat von Droin, Tom und Nummer kann ich nicht. Jo, Servus und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem UP Clan Channel. Ja, ich darf euch heute zu einem sehr wichtigen Infovideo begrüßen, denn es geht heute um den Cup, den wir jetzt ungefähr eine Woche nach hinten verschoben haben. Ja, der Cup ist noch nicht voll besetzt, also wir haben noch nicht insgesamt 16 Teams, aber 8 haben wir auf jeden Fall schon. Es wird auf jeden Fall stattfinden sozusagen. Und an alle, die jetzt noch nicht teilgenommen haben oder noch nicht davon wussten, nehmt auf jeden Fall teil. Also schaut unbedingt in die Videobeschreibung, da wird meine Skype-ID ganz oben verlinkt sein, und schreibt mich an und dann quatschen wir drüber. Und genau, dann kommen wir jetzt noch zu den Cup-Infos. Aber wenn ihr zum Beispiel mich nicht auf Skype findet, dann könnt ihr natürlich auch in die Kommentare unten schreiben oder unsere Facebook-Seite anschreiben, die wird auch oben verlinkt sein. Ja, genau, und dann kommen wir jetzt zu den Cup-Infos. Der Cup wird, wie schon erwähnt in vorigen Videos, auf der PS4 in BO3 stattfinden. Und am 20.11. um 20 Uhr wird er starten, auf jeden Fall. Und nächste Woche, also ihr habt noch bis nächste Woche Zeit teilzunehmen. Nächste Woche kommt dann ein Spielplan raus, wo alle Paarungen eben stehen und wer wann spielt, wie viel Uhr, welchen Tag und so weiter. Und ja, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, denn wenn es zum Beispiel ein Team gegen ein anderes um 20 Uhr spielt und das eine Team ist schon bereit, also alle 4 Spieler sind schon bereit, und das andere Team jetzt nur 3 hat und bis um 20.15 Uhr, wenn das Spiel jetzt um 20 Uhr anfängt, der vierte noch nicht da ist zum Beispiel jetzt, wird das Team, wo eben noch nicht alle Spieler zusammen hatte, disqualifiziert. Das heißt, dass das andere Team, was vollständig verfügbar war, eben einen Sieg eingetragen bekommt und so weiter ist. Genau, und der Cup wird eben stattfinden in einer Gruppenphase. Also es kommt darauf an, ob wir jetzt 8 gegen 8 haben oder 16, also oder 16 Teilnehmer. Und bei 8 gegen 8 sind halt eben nur 2 Gruppen, wo dann erster und zweiter Platz jeweils von einer Gruppe weiterkommen. Und wenn wir halt 16 Teilnehmer insgesamt haben, dann kommen eben, ja, eben 2 pro Gruppe aus 4 Gruppen dann eben weiter ins Viertelfinale, Halbfinale und Finale dann. Ja, und einen Preis wird es jetzt so konkret, es wird es nicht geben. Jeder, also der Gewinner bekommt einen Upload auf unserem Clan-Shell, und ja, mehr brauchen wir auch nicht, ist ja eh nur ein Fun-Cup, wo jeder einfach nur aus Spaß spielt. Und ja, genau. Ja, und jeder der Leader des Teams soll mir mal auf Skype schreiben oder eben unsere Facebook-Seite anschreiben mit seiner WhatsApp-Nummer, dass ich dann eben eine Cup-Gruppe machen kann mit den jeweiligen Leadern von den Teams, und da kann man sich dann auch leichter eben absprechen und leichter auch so die Infos so rumreichen, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann eine weitere Voraussetzung für die Teilnehmer ist, dass jeder aus dem Team eben TS besitzen muss und da auch beim Cup aktiv auf TS eben sein muss. Denn es ist für die Zuschauer, weil wir streamen den Cup auch, ist viel anschaulicher, wenn man dann mal so von Team zu Team switchen kann. So zum Beispiel, jetzt wenn das Team hinten liegt, ganz weit hinten liegt, mal da reingehen, wie die Stimmung ist, oder das gewinnende Team auch mal da reinschauen, und dass die Zuschauer da einfach einen besseren Einblick haben, und das ist auch so viel chilliger. Genau, und die letzte Info eben zum Cup ist, dass kein Team pick-upen kann, also darf nicht, denn es ist ja einfach ein Clan gegen Clan, und da kann sollten schon eben die Clan-Mates eben am Start sein und nicht einfach irgendwelche anderen Leute aus anderen Clanen. Und ja, und dann waren das auch jetzt die Infos zum Cup. Also mich würde es freuen, wenn ich jetzt noch in den nächsten Tagen einige Nachrichten auf Skype mit Cup-Anfragen bekommen würde, denn so wird eben der Cup spannender und sind mehr Teilnehmer, das wird auch dann durch spannender. Ja, und dann war es das mit den Infos. Wenn ihr auch noch Fragen habt, könnt ihr mir auf Skype oder auf Facebook unsere Clan-Page anschreiben. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, und haut rein. Everything
happiness in store. Because we got that chemistry, scientists were poor. I know that love is blind, but I hope that you can see that we belong together. Mariah would agree. I knew that we were falling in love. Trying to exaggerate, but girl, you got me smitten. Your voice music to my ears, Nas, it was written. I just think the pieces to the puzzle are fitting. Everything you want is exactly what you're getting. Love and honesty, and can't forget trust. And leave that baggage behind, collecting that dust. And when it comes to the bed, well, I ain't trying to rush. But I know what you want, Henny, bust a bus side. Sexy and intelligent, every girl is irrelevant. Every time I'm thinking about you. And yeah, they gon' hate, but baby, why would we wait? In the end, I'ma tell you why I knew. We will be together when it's said and done, hey. We will be together and you're the one, hey. I knew that we would fall in love. I hate to say it, but I told you so. I felt it when you caught my eye. Worked out deep in my soul. Something in me told me you were mine. And I don't need to know the reason why. Cause I feel something strange when you are right. Cause that was once in a lifetime. You got me shaking like a leaf. Tell me. You were mine, and I don't need to know the reason why. Cause I feel something strange when you are right. Cause that was once in a lifetime.